Again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues Ründchen hier heute. Endlich ist es wieder soweit. Wir haben Mitte des Monats und Mitte des Monats ist immer Silvester, Ostern und Geburtstag und vor allen Dingen ist Silvester heute. Weihnachten, ja. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Freunde, es ist wieder Lutsches-Time, ja. Und ich habe wieder extrem Bock. Ich habe wieder extrem Bock. Regie, wir verlieren keine Zeit. Ab geht's. Oh, ist die schwer, Alter. Also vorneweg schon mal. Ich habe, das ist die dritte Box und das ist mit Abstand die schwerste von allen. Ich feier's. Ich feier's echt auf den Tod ab. Ich mag das. Ne? Ich weiß hier selber nicht, was hier drin ist. Wir machen natürlich, Freunde, ja, für die, die neu jetzt hier gerade sind, ja. Es gibt zu jedem Video immer ein Gewinnspiel, wo ihr die Chance habt, die kommende Box zu gewinnen. Der Gewinner vom letzten Mal hat quasi auch gestern oder heute in dem Falle die Box nach Hause bekommen, sodass ihr einfach nicht Gefahr lauft, gespoilert zu werden. Ja, das gleiche machen wir diesmal wieder. Ich blende den Gewinner vom letzten Mal oder den Gewinner, den heutigen Gewinner. So, haben wir doch noch hingekriegt hier. Jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich, mein Junge. Meld dich, ja, per Privatnachricht YouTube bei mir und dann, ja, kriegst du nächsten Monat eine Box nach Hause. Ja? So, und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe richtig Bock. Natürlich habe ich kein Messer hier. Aber das hat irgendeinen Anschluss. So, das ist auf. Ach, okay, ey. Und geht aber von hier bis noch. Auf. Ja, okay, wir haben. Ich muss mir erstmal Überblick verschaffen, Freunde. Ihr dürft da natürlich nicht sehen. Klare Sache. Ich habe ungefähr schon grob gesehen, was drin ist. Ungefähr. Ich konnte da noch nichts von zuordnen. Spielt auch keine Rolle, Freunde. Wir fangen direkt an. Wir fangen direkt an, ja? Das Heftchen, das lege ich erstmal beiseite. Das interessiert keinen. Marvel Missions. Das ist das Erste, was ich hier raushole. Ja? Ich glaube, das sind so Karten. Trading Card Game. So, komm, das machen wir mal direkt auf hier. Ich weiß nicht, spielt das einer von euch? Ich spiele es nicht. Vielleicht kennt man ja hier ein paar. Oh, ich hab hier eine Holo drin. Ich habe hier eine Holo drin, den ich nicht kenne. Also ich kenne hier nichts. Ja. Kann ich mal die Holo zeigen hier. Hiervon kenne ich nichts. Tor? Ach, hinten steht es ja auch drauf für ganz Bekloppte. Habe ich nicht geguckt, Tor. Naja. Haken wir ab. Oh, die haben wir Schluckerzeugs drin. Ich dachte schon wieder, das wären hier die geilen Center Shocks, aber Alien Egos. Ich kennt die einer? Können wir direkt austesten, Freunde. Wir testen alles aus. Ja. Okay, ganz koscher sehen die Dinger nicht aus. Bin jetzt gespannt, was mich erwartet. Sauer, nicht so sauer wie die Center Shocks. Und das ist Wassermelone. Das ist nicht so meins, Wassermelone. Ja, Bonbons halt, ne? Boah. So, mehr hier. Ich musste zweimal hingucken. Ich musste wirklich zweimal hingucken. Also, das feiere ich ja schon wieder übelst ab, ja? Guardians of the Galaxy, Freunde. Im letzten Ding habe ich einfach die Kassette nicht erkannt. Richtiger Patzer. Aber hier habe ich es erkannt. Ja, hier habe ich es wirklich erkannt. Finde ich schon wieder lustig. Ja, wo ich den hinmache, weiß ich noch nicht. Irgendwo am Schrank oder auf dem Tisch. Das finde ich schon wieder lustig. Ja, ein Aufkleber dabei. Guardians of the Galaxy geht safe immer, Freunde. Und wir machen weiter. Wir verlieren hier überhaupt nicht viel Zeit. Was ist denn hier alles drin? Ich weiß gar nicht, womit ich als nächstes anfangen soll. Komm, wir nehmen uns das Shirt. Okay, jetzt können wir hier so aufreißen hier. Und das Shirt fetzt. Freunde, das Shirt fetzt ja wohl mal richtig. Eine schöne Browser ist da drauf, ja? Geil, feier ich. Sehr, sehr schlicht, das kannst du auch wieder zu allem anziehen. Geil. Geiles Teil, wirklich geiles Teil, feier ich. Super Mario geht safe immer und das Shirt sieht auf jeden Fall fett aus. Nice! Finde ich geil. So, womit man das ist. Was ist das?
fett. Absolut fett. Das sehe ich jetzt erst. Das machen wir ganz zum Schluss, Freunde. Das machen wir ganz zum Schluss. Holy moly. Holy moly, sage ich dazu nur. So, und dann haben wir hier ein Lutsches Exklusiv. Ist das, meine ich? Also das, was ihr nur hier drin bekommen könnt. Was ist das? Was ist das? Auf jeden Fall von Assassin's Creed. Aber was soll das sein? Ach, guck mal. Ein Kissen. Ich dachte, das wäre ein Fahrradsattel. Ja, ja, fall mir hier runter. Du machst das richtig. Du, das gibt's aber gar nicht mehr. Sollte man doch erkennen. Lutsches Exclusive. Was hier? Konturenkissen. Was ist denn ein Konturenkissen, Freunde? Da lebe ich ja komplett hinterm Mond. Aber sieht nicht schlecht aus. Ich sag mal hier, so, hier. Ist schon nicht so schlecht. Ist schon nicht so. Da finde ich jetzt hier nicht schlecht. Ja, Kissen braucht man immer. Ein Kissen braucht man immer. Cooles Teil. Ja. Den Film fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also manche fanden den ja voll kacke. Ich fand den eigentlich gar nicht so verkehrt. Geht klar. Weiter geht's. Hier haben wir eine Zeitschrift drin. Ach ja, guck mal hier, der Computerspiegel ist auch drin. Ja. Läuft. Ach, mit, ach ja, im Computerspiegel sind ja immer zwei Games drin. Ne? Hier sind jetzt Gone Home und Lost Horizon 2. Ich sag mal, Computerspiegel geht eigentlich immer. Den habe ich mir früher sogar sehr, sehr oft geholt. Bin ich ganz ehrlich. Weil da waren immer extrem geile Games drin. Aber auch Lost Horizon sieht nicht schlecht aus. Ist das ein Click-and-Point-Adventure? Hier steht Abenteuerspiel. Also das Game ist auf jeden Fall dabei. Das sieht extrem fett aus. Ich stehe auf sowas. Ich hoffe, es ist Click-and-Point. Das kann ich jetzt hier noch nicht so ganz... Genre irgendwas? Für die Fans von Baphomets Fluch. Danke, reicht schon. Hat sich für mich schon safe gelohnt, ganz, ganz safe. Also das werde ich definitiv zocken. Ich hoffe, man muss den ersten Teil dafür nicht gespielt haben, weil den habe ich nicht gespielt. Ich kannte das Spiel nicht. Aber das sieht geil aus. Fett, finde ich gut, top. Ist mir schon komplett furzegal, was in der restlichen Dings drin steht. Und Moorhuhn-Piraten sind hier sogar auch noch drin. Ja, immer. Immer eine vernünftige Zeitung hier. So, Freunde, und jetzt ist hier Halligalli angesagt. Ich habe hier noch zwei Sachen drin. Hohohoho. Freunde, manche würden sagen, es ist nur ein Glas. Aber nicht der Papa. Ja? Fluch der Karibik. Der neue Teil kommt jetzt endlich bald raus. Ja? Oder ist jetzt schon? Ne, draußen ist er noch nicht. Kommt jetzt bald raus. Ja, mit dem aktuellen Trailer-Logo oder dem Kopf, der da am Ende, den ihr als letztes seht, da ist aber gut drauf, du. Auf jeden Fall nicht billig drauf gedruckt und das Glas ist sehr, sehr hochwertig. Guck mal, hier unten. Ich hoffe, man erkennt so ein bisschen. So, das sieht doch nicht schlecht aus, wenn das irgendwo steht, oder? Und trinken kannst du da was, oder? Also, hier ist schon ordentlich was. Wenn du das Glas leer hast, dann bist du mit 3 Stunden auf Toilette. Geiles Teil. Finde ich geil, ja. Manche würden jetzt vielleicht sagen Schnickschnack. Oh, ich finde es gut. Ach, die Schachtel sieht nicht schlecht aus. Ja? Kann man, also ich werde es, denke ich, hier so drin lassen und irgendwo hinstellen. Ich finde es nass. So, Freunde, und jetzt kommt der Knaller. Für mich in der Box, ja. Also es muss, manche werden vielleicht auch das Kissen oder das Shirt. Aber das ist für mich der Knaller, gerade weil jetzt Sommer ist und ich Ende des Monats in die Türkei fliege. Oder Anfang nächsten Monat für mehr. Und was brauchst du da? Ein Badehandtuch. Aber was ist, wenn dieses besagte Badehandtuch von Guardians of the Galaxy ist, Freunde? Ja, da habe ich aber mal ganz schnell Hosenkirmes. Ich zeige euch das mal so. Dann seht ihr das komplett. Ja, im Prinzip sind alle im Seitenprofil drauf. Aber wirklich alle, ne? Wirklich alle drauf. Aber Groot sehe ich hier nicht. Doch, Groot ist da unten, ja. Groot ist da unten. Ja, komm, wir klappen das mal aus. Wir klappen das mal aus. Alto Belli. Also, das knallt da wohl mal richtig, Freunde, hier. Ist das richtig rum? Ist richtig. Oh, das knallt richtig. Also, das knallt richtig. Fett. Feier ich übelst ab, ne? Also, das Teil feier ich übelst ab. Geil.
Absolut geil. Boah, sieh das fett. Alter, da kannst du dir so safe an der Wand hängen, theoretisch, ne? Geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Auch keine Billigscheiße oder sonst was. Geil. Absolut geiles Teil, Freunde. Also das Ding feiere ich hier des Todes ab. Absolut geil. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sofort angucken. Sofort angucken. Aber ganz, ganz safe. Ganz, ganz safe. Fett. Richtig geil. Und das ist tatsächlich die erste Box, wo ich alles zuordnen konnte. Auf Anhieb. Ja, ich meine, bei dem Aufkleber musste ich so ein bisschen gucken. Für mich eine Top-Box. Das war bisher von den drei Boxen, wenn ich zurückdenke, natürlich die Mario-Figur. Ja, die Figuren sind für mich immer das Geilste in solchen Boxen. Aber diese Box war jetzt für mich die beste, die ich bisher bekommen habe von den drei. Es sind ja immer andere Sachen drin, Freunde, ja. Aber für mich ist das die beste Box. Schreibt mal in die Kommentare, wer für diesen Monat auch die Box bekommen hat, wie ihr die Box fandet. Also ich persönlich, für mich top, weil das Rundum-Paket hier wirklich passt. Ja, wenn hier noch eine Figur drin gewesen wäre, dann würde ich mich schon fast ganz weit aus dem Fenster hin und sagen, das war bisher, also da wird schwer, diese Box dann zu toppen. Aber das ist hier Meckern auf hohem Niveau, Freunde. Auch hier, ja, auch selbst hier diese Computer, Build, ja, wegen diesem Spiel hier. Also ich zock sowas gerne, ja, so Click and Point Adventure. Und gerade Baphomets Fluch war einfach nur ein awesome Game. Absolut geiles Teil, weil du da drin versinkst, ja, ich mag sowas. Bisschen Rätsel lösen und sowas. Geil. Absolut geile Box, Freunde. Wie gesagt, wer ja, an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, einfach, wir losen für den nächsten Monat natürlich wieder eine Box aus. Klare Sache. Hashtag Lutsches, einfach in die Kommentare. Ja, Hashtag Lutsches. Ne, wir machen Hashtag Lutsches. Wir haben jetzt die... Wir machen Hashtag Lutsches. Was soll das hier? Ja, ganz klare Sache. Locker easy. Hashtag Lutsches in die Kommentare. Ihr müsst natürlich Abonnent dieses Kanals sein. Und dann könnt ihr automatisch die nächste ja, Ausgabe dann... nächsten Monat im Prinzip könnt ihr dann eventuell der Gewinner sein und euch ebenfalls auf so eine Box freuen. Ja, wer sagt, nee, ich habe keinen Bock, ich möchte sofort eine haben, ja, oder mein Glück gar nicht auf die Folter spannen, kann sehr, sehr gerne mal die Videobeschreibung abchecken. Wie gesagt, die Dinger, die kosten nicht so viel und ihr könnt auch für einen Monat nur mal holen, ja, ohne dass ihr in irgendeinen Vertrag reinlauft oder sonst was. Ich fand diese Box von den dreien, die ich bisher hatte, wirklich am besten bisher. Ist natürlich persönlicher Geschmack, Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Böllert die Likes nach oben. Ja, lasst eskalieren, damit ich euch weiter das zurückgeben kann. Ja, weil wenn Lutsches sieht, oh, die laufen aber richtig gut bei dem, die Videos. Ja, die Leute haben Bock darauf, sich dann anzugucken, was der Dulli da macht. Dann bekomme ich immer weiter die Chance für euch, auch eine Box rauszuhaschen. Ja. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wünsche euch eine Menge, Menge Auspackspaß, wer die Box sich auch bestellt hat oder andere Boxen hat in dem Falle. Sonntag, Big Livestream, Freunde, kann ich euch nur sagen. Morgen kommt auf jeden Fall ein Battleship Raeger, das kann ich euch auch schon versprechen. Und ja, Stellung halten, Freunde, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Ich bin Groot.